again how God created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor vielen, vielen Jahren im Lande Israel erwarteten die Menschen ein sehr wichtiges Ereignis. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sie hatten von der alten Geschichte gehört, dass Gott ihnen eines Tages einen neuen König schicken würde. Einen König, der sie beschützen, ihnen Frieden und mehr Freiheit bringen sollte. Wann wird der neue König denn endlich kommen? Unsere Eltern, unsere Großeltern, ja bereits deren Eltern haben versprochen, er würde kommen. Ja, sie sagten, er würde kommen. Ja, aber wann? Selbst im Palast des Königs Herodes wartete das Volk. Schneller! Schneller! Los! Wann kommt der neue und bessere König denn endlich? Was war das? Nichts. Ich habe dir nicht erlaubt zu sprechen. Du wirst für die nächsten 30 Tage nur Wasser und Brot bekommen. Oh nein! 50 Tage! Oh. Altes, trockenes Brot. Und nur 4 Tropfen Wasser. Nein, besser nur 3 Tropfen Wasser am Tag. Was starrst du denn so? Und dann eines Tages in der Stadt Nazareth erhielt die junge Frau Maria überaus erstaunlichen Besuch, einen Engel. Wer bist du? Hab keine Angst, Maria. Ich bin der Engel Gabriel. Ich komme dir eine frohe Botschaft zu bringen. Eine Botschaft? Für mich? Gott hat dich auserwählt, aus all den Frauen der Welt die Mutter seines Sohnes zu werden. Gott hat mich auserwählt? Wie kann das sein? Für Gott ist alles möglich. Du wirst einen Sohn haben. Er wird der Sohn Gottes sein. Und du wirst das Kind Jesus nennen. Was auch immer Gott verlangt, ich werde es tun. Oh. Maria liebte einen Mann namens Josef. Eines Nachts erschien Josef im Traum ein Engel. Josef, Gott hat große, wunderbare Pläne für dich und Maria. Maria wird Gottes Sohn gebären. Er wird Gottes versprochener König sein. Gib ihm den Namen Jesus und achte gut auf Maria und den kleinen König, wenn er kommt. Maria. Meine Maria. Gott hat einen Engel gesandt, um mir von dem Kind zu berichten. Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich auch, Josef. Bald darauf heirateten Maria und Josef. Es war geradezu der Zeit, in der Augustus Cäsar, der Kaiser des gesamten Römischen Reiches, eine Volkszählung seiner Untertanen anordnete. 25, 26, 27... Es sind 692 Leute aus der Stadt Hebron und 839 aus der Stadt Jericho. Schreib es auf die Liste. 28, 29, 30. Ich werde müde. Schick Diener ins Land aus, um mein Volk zu zählen. Jedermann wurde aufgefordert, in seine Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen.
Josef musste Maria nach Bethlehem bringen, in seiner Heimatstadt. Bethlehem war sehr weit entfernt. Entschuldige, Hirte. Weißt du, wie weit es nach Bethlehem ist? Das ist eine weite Reise. 70 Meilen von hier aus. Keine Sorge, Maria. Aber nein. Ich fühle mich sicher bei dir, Josef. Wie ihr seht, erwartete Maria die Ankunft ihres Kindes sehr bald. Vielen Dank, Hirte. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Während des Tages reisten sie viele Meilen weit. Wir haben schon über die halbe Wegstrecke. Ich bin sicher, wir sind bald da. Hier, Maria. Es ist erfrischend und kühl. Danke. Ich habe solchen Durst. In der Nacht schliefen sie unter freiem Himmel. Am nächsten Nachmittag sahen sie einen Wegweiser. Bethlehem war nur noch 3 Meilen entfernt. Wir sind fast da. Bald sind wir in einem gemütlichen Zimmer im Gasthaus. In dieser Nacht waren viele Reisende in Bethlehem. Wo bekomme ich eine Mahlzeit? Wo ist das Gasthaus? Wo gibt es einen guten Ort zum Übernachten? Guten Abend, werter Herr. Können Sie uns den Weg zum Gasthaus zeigen? Aber sicher. Warum nehmt ihr nicht die Abkürzung? Geht einfach um die Ecke, dann den steilen Hang hinauf, am Kornspeicher vorbei, dann rechts, dann links, dann 2-mal rechts und dann die 2. links. Dann, Moment. Rechts, links, rechts, links und ihr seid da. Dankeschön. Aber gerne. Hä? Entschuldige. Weißt du, wo das Gasthaus ist? Klar, es ist gleich am Ende der Straße. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dankeschön, meine Kleine. Gern geschehen. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Und auch mit dir. Es ist näher, als wir dachten. Oh, wir sind da. Ja? Hört auf zu drängeln. Ich möchte ein Zimmer für meine Frau und für mich. Das will jeder. Es sind jetzt schon so viele Menschen hier. Mein Mann sagt dauernd, ja, ja, ja. Heute Nacht müssen wir in der Küche schlafen. Aber wir sind seit Tagen unterwegs. Was geht denn hier vor? Sie wollen ein Zimmer, was sonst? Ach, es tut mir leid. Wir haben wirklich keinen Platz mehr. Aber meine Frau ist sehr müde. Wir kommen von sehr weit her. Ja, viele Leute kommen von weit her. Und meine Frau erwartet ein Kind. Ich sage euch, was ich tun kann. Wir haben einen Stall draußen. Er ist voller Tiere, aber immerhin habt ihr ein Dach über dem Kopf. Es ist wärmer und sicherer, als draußen im Freien zu schlafen. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich. Kommt, ich zeige es euch. Ihr bekommt wichtige Gesellschaft. Ich hoffe, es wird bequem genug sein. Es ist das Beste, was ich tun kann. Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Lass uns das Beste daraus machen. Während der Nacht geschah eine wunderbare Sache. Das Kind wurde geboren, Gottes kleiner Sohn.
Wir nennen das Kind Jesus. Maria und Josef liebten ihr kleines Baby wirklich sehr. Ich muss ihn einwickeln, damit er es warm und gemütlich hat. Die Futterkrippe des Ochsen. Jesus kann darin schlafen. Und so lag das Kind Jesus in der Krippe, umgeben von wärmender Liebe und dem Schutz Gottes, der nun bereit war, den Himmel verkünden zu lassen, dass das Kind geboren war. In dieser Nacht, gerade an der Stadtgrenze zu Bethlehem, hüteten einige Hirten ihre Schafe. Wie kannst du dein Schaf die ganze Nacht herumwandern lassen? Es sollte schlafen. Mein Schaf? Das ist doch deins. Du solltest es zum Schlafen bringen. Ich werde nicht dort hinübergehen. Achte du darauf. Nein, du. Nein, du. Schau, das ist doch keine große Sache. Du musst einfach nur nett zu ihm sein. Das ist alles. Was soll das heißen? Sag ihm einfach, es soll schlafen gehen. Hey, Schaf! Geh schlafen! Komm hier rüber, mein Junge. Zeit zum Schlafen. Komm her, hierher. Ich grüße euch. Habt keine Angst, ihr Hirten. Ich bringe euch eine wunderbare Botschaft. Heute Nacht ist eine wundersame Sache geschehen. Hier in Bethlehem wurde der Sohn Gottes geboren. Er ist Christus, der Herr. Der König Gottes ist gekommen. Sein Name ist Jesus. Und er schläft glücklich in einer Krippe. In einer Krippe? Geht und seht ihn an. Geht hin. Es ist die glücklichste Zeit der Welt. Ein König in einer Krippe? Hier in Bethlehem? Ich dachte immer, er wäre im Palast. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dann lass uns gehen. Da entlang. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück zu den anderen Schafen. Sagte ich nicht, geh zurück? Oh, alles klar. Aber benimm dich anständig. Schafe. Der Engel hatte recht. Schau. Er ist wirklich hier. Hallo zusammen. Was führt euch hierher? Wir kommen, das von Gott gesandte Kind zu sehen. Ein Engel ist gekommen und hat uns von ihm berichtet. Und dann kamen noch mehr Engel und sangen von Gottes Herrlichkeit und dem Frieden auf Erden. Der Engel sagte, es liege warm eingewickelt in einer Krippe. Genau wie dieses hier. Es ist wahr. Was der Engel sagte, ist wahr. Der Sohn Gottes, der König in der Krippe. marias Herz füllte sich mit Erstaunen, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Sie wusste, dass ihr neugeborenes Kind der Sohn Gottes war. In der Zwischenzeit, in fernen Ländern des Ostens, dem Morgenland, entdeckten weise Männer, die die Sterne studierten, etwas Neues am Himmel. Ich bitte um Verzeihung. Aber nicht doch, es war eindeutig meine Schuld. Nein, es war meine Schuld, wirklich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich habe einen Stern entdeckt. Genau wie ich. Was für ein Zufall, das habe ich auch. Ich studiere die Sterne. Genau wie ich. Und wie ich. Ich komme aus dem fernen Osten. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ich komme aus dem Mittleren Osten. Wart ihr je im Hintersten Osten? Juhu, weise Männer.
Hier unten! Ihr Brüder wisst nicht rein zufällig, wo dieser enorm große Stern herkommt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Wir haben diesen Stern noch nie zuvor gesehen. Es ist ein völlig neuer Stern. Es sei denn? Es sei denn? Der Stern ist ein Zeichen Gottes. Natürlich! Oh, ein Zeichen von Gott. Das muss es sein. Der Stern ist ein Zeichen Gottes? Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wovon sprecht ihr überhaupt? Verstehst du? Es wurde prophezeit, dass ein neuer, heller Stern die Geburt des neuen Königs verkünden würde. Tatsächlich? Und da ist er nun, der neue, helle Stern. Wunderschön. Weiter heißt es, wenn man dem Stern folgt, wird er einen zu dem neuen König führen. Oh, seht den Stern. Ein Zeichen Gottes. Der Stern ist ein Zeichen. Und werdet ihr ihm nun folgen? Selbstverständlich. Natürlich. Ohne Frage. Gonna follow that star as long as it takes, no matter how far, guiding us on to the child, the chosen one. Starlight, star bright, glimmer of hope, glorious sight, shine on, shine on. Into the night, lead us to our dream, the newborn King. Oh yeah. What will we see? A palace of gold, royalty. Maybe he'll shine just like the star. Westwärts, weise Männer, und bringt uns die Nachricht. So brachen die weisen Männer aus dem fernen Osten auf. Sie folgten dem Stern, ohne je den Blick von ihm zu wenden, ohne zu wissen, wohin er sie führen würde. Seht, der Stern steht über Israel. Wir sollten zum Palast des Königs nach Jerusalem gehen. Der neugeborene König muss dort sein. Bitte vergebt mir, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch wecke, aber eine höchst ungewöhnliche Sache ist geschehen. Sag mir endlich, was passiert ist, und es ist besser etwas Gutes, sonst kommst du in den Kerker. Ja, selbstverständlich, Euer Majestät. Es ist so, es sind drei Weise aus dem Morgenland zu Besuch gekommen. Ja, ja, und weiter? Sie sagen, sie seien gekommen, den neuen König zu sehen. Dann schick sie herein. Sie kommen, den neugeborenen König zu sehen. Wovon reden die? Glauben Sie, ich sei erst gestern geboren worden? Vielleicht dachten Sie, es gäbe einen anderen König.
Einen anderen König? Absurd. Lächerlich. Wie kann es einen anderen König geben? Und wenn es jemanden gibt, der vorgibt, ein König zu sein, will ich wissen, wo er ist. Er wird es bereuen, das verspreche ich dir. Ja, Euer Majestät. Selbstverständlich, Euer Majestät. Aber was soll ich den Weisen aus dem Morgenland sagen? Sag ihnen, sie haben sich verlaufen. Nein, wenn ich recht überlege, hol meine Ratgeber. Beeil dich! Die Ratgeber! Die Ratgeber! Kommt hierher! Ja, Eure Majestät. Was wisst ihr über den neugeborenen König? Oh, er wurde geboren? Wer wurde geboren? Der König. Ich bin der König. Wir meinen den anderen. Welchen anderen? Den, von dem ihr sprecht. Der, von dem ich spreche? Ich weiß nichts von einem König, auch wenn offensichtlich jeder sonst von ihm weiß. Warum wurde ich nicht unterrichtet? Wieso spricht niemand mit mir? Aber wir wussten nicht, dass er schon geboren wurde. Wer? Der neugeborene König. Nun gut. Wenn ihr so schlau seid, wo ist dann dieser neugeborene König? Die alten Geschichten sagen, er würde in Bethlehem geboren. Das sagen die alten Geschichten also, ja? Das soll mir genügen. Schickt die drei Weisen sofort herein. Wer sagte, ihr sollt aufhören? Fächelt gefälligst weiter. Und der Rest geht zurück an die Arbeit. Eure Majestät, hier sind die Weisen aus dem Morgenland. König Herodes, wir sind gekommen, um den neuen König zu sehen. Und wo habt ihr von diesem König gehört? Wir haben Gottes Stern am Himmel gesehen. Ein Stern von Gott? Ein schöner Stern. Ein heller Stern. Ein Zeichen Gottes. Wir wussten, dass der Stern uns zu dem neugeborenen König führen würde. Wir wollen ihm die Ehre erweisen. Dieser neue König ist nicht hier. Wo ist er dann? Er ist in Bethlehem. Ich meine, ich bin nicht sicher. Ich meine, vielleicht solltet ihr ihn suchen gehen, ja. Seht meine Sorge. Geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn findet, kommt und sagt mir, wo er ist. Ich möchte dem neuen König ebenfalls die Ehre erweisen. Genug jetzt. Genug jetzt! Dann verließen die Weisen den Palast. Sie sahen in den Himmel und erblickten den Stern von Neuem. Seht! Da ist er! Auf nach Bethlehem! Die Weisen folgten dem Stern bis hinein nach Bethlehem. Hier entlang! Kommt alle mit! Kommt und seht den neugeborenen König! Und dort, gleich über dem Stall, war der Stern. Die drei Weisen wussten, dass sie zum richtigen Ort geführt worden waren. Wir kommen aus fernen Ländern. Um den neugeborenen König zu feiern. Dürfen wir eintreten? Aber bitte. Wir wussten, dass das Kind geboren war. Wegen dem Stern. Wir sind ihm den ganzen Weg hierher gefolgt. Wir bringen Geschenke. Die drei Weisen gaben Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielen Dank. Wir danken dir, dass wir dem König unsere Ehre erweisen durften. Wir danken Gott für seine große Weisheit. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Oh. Der Herr sei gepriesen. Ein Hoch auf den neuen König. Die drei Weisen gingen niemals zurück zu König Herodes, um ihm die frohe Botschaft der Geburt des Jesuskindes zu überbringen. Jedermann freute sich, dass Gott seinen Sohn gesandt hatte, den neuen König der Welt.